Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Ja, du musst mich auch filmen und nicht meine sexy Schulter. Tu ich doch. Ja, habe ich mir gedacht. So? So. Besser? Ja, wenn du meinst. Okay. Ja. So, erzähl. So, soll losgehen? Ja, Oder geht schon könnte. los? Nee, geht schon los. Geht schon los. Ja, wir sind schon Okay. dabei. Ja, gut. Mhm. Ja, moin Leute. Heute wollen wir hier so ein bisschen die Unterdruckpumpe, die hier ja so ein bisschen ölig-siffig ist. Bisschen. Nur, Bisschen. ein ganz bisschen Ein nur. bisschen, wie man da unten auch so sieht, so ein Ach ganz so. bisschen. Ach so, ich dachte, das ist Konservierung. Nee, 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 nee. Ist keine Rostvorsorge. Ah. Die wollen wir mal rausbauen und wollen mal gucken, ob wir die abdichten können. Aha. Ja. Ja. Werden jetzt wieder einige schreien, um Gottes Willen, das darfst du nicht. Tja, ich mach's trotzdem. Ja, siehst du. Ne? So ist das Ganze. So, was brauchen wir denn? Ich glaube, wir brauchen mal einen flotten 30er Torx. Ein flotten 30er. Ein Ich kenne flotten einen 30er. flotten Dreier, aber flotten 30er. Ha, ja, kannst du mal sehen. Ja, Wieder was gelernt. siehst du? Ne? Schön. Aha. Sieht ja gar nichts. Das sind ja Haare. Die Kannst du dir Suppenschüssel. nicht mal die Haare schneiden? Wie sieht denn das aus? Ja. Wir können auch mal ein Spezial machen, wie Ja. mich Corona beeinträchtigt. So, dann weißt weißt du, was los ist. Irgendwann, wenn die Haare im Gesicht hängen, dann siehst du ja auch gar nicht mehr beim Schrauben. Das ist auch doof, ne? Ja, wird irgendwann mal Zeit für eine neue Friese. Ja. Verarschen kann ich mich alleine. Ja, ein GTI. Ja, was das wohl für einer Ist war. das, wofür einer war? Ah, ich glaube, das war einer mit einem Sportauspuff. Ja? Ja, glaube ich so. Welche Firma? VW? Ah, siehst du? Okay. Oder meinst du den Auspuff? Ja, genau. Der Auspuff? Ah, ich denke, das war so einer von der Firma FSW. Ah, siehst du? Okay. Was du für ein Gehör hast du? Ja. Unglaublich. Ich kenne sie am Klang. Ich Ja. kann irgendwann bei Wetten, dass auftreten. Was hast du eigentlich vorne mit diesem kleinen Ersatzreifen vor dir da in deinem Vorgarten steht? Der Ersatzreifen? Ja, den musst du denn aber auch mal zeigen. Soll ich dir mal zeigen? Musst du Ich einblenden. geh mal gucken. Geh mal. Warst du jetzt auch Landmaschinen hier oder was? Ja. Oder ist das für deinen Rasenmähertrecker? Ja, wenn ich so einen Rasenmäherträger habe, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Da kannst du den Hektar mitmachen. Nö. Kunde hat gefragt, ob ich ihm sowas besorgen kann. Oder bin ich auch gerne behilflich? Ach so, also ohne Aufziehen. Ja, das ist ohne Aufziehen. Geht nicht mit der Maschine. Da habe ich nicht das Ach so. entsprechende Equipment dazu. Ja, gut. So, wo ist denn hier die dritte Schraube? War die das? Siehst du, geht schon los mit der Haare, dass du nicht siehst. Ja, Was ist das? ich sage dir, ich sage dir. Ist die das da doch? Oh. Nur drei Schrauben oder was? Sollen eigentlich nur drei sein, ja. Aha. Sofern es denn geht. Dann kommt da gleich Öl rausgelaufen oder was muss ich mir da vorstellen? Können wir so ein paar Tröpfelchen rauslaufen? Naja, das fällt auch nicht mehr auf. Sagen wir mal so, wenn da kein Öl rauskommen würde, dann würde da unten nicht so viel Öl auf dem Getriebe Ach so, stehen. ja, eigentlich kann da gar nicht mehr Ne? so viel Öl drin sein. Ne? Also, naja, du hast ja auch noch gewechselt. Wir haben hier Nerven. Ja. Bist du irgendwie nervös heute? Ich? Nein, wieso? Du? Ich freue mich nur so. Du freust dich? Ja. Worüber? Ich war doch schon lange nicht mehr hier. Dass wir endlich ein Video drehen können. Ja, endlich Ach mal so. wieder. Sag das doch. Ja, siehst du? Darfst doch öfter vorbeikommen. Ja, ging nicht. Schneekatastrophe. Schneekatastrophe. Ja, im hohen Norden. Ja, im hohen Norden ist ab 5 cm Schnee Schneekatastrophe. Da hast du recht. Mindestens. Du guck, da ist er. Was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Dreckig. Voll. Ihhh. Bäh, Ihhh. Mach ich denn hier? Was ist das denn so warm? Hat der Motor gelaufen? Oh, jetzt läuft er nicht mehr. Nee, jetzt tut das nicht. Und wie sieht das da drin aus? Kann man auch reingucken? Wie eine Aha. Nordwelle, ja. Ah. Da Aha. kannst du zum Beispiel auch kannst du dann nach den Stößel von der Kraftstoffpumpe hingucken. Ach so. Was denn auch nicht Ach mehr. so, die Geschichte. Guckst du hier? Ich mach mal ein bisschen Öl frei. Mach nochmal Öl frei. Das ist auch so ein bisschen dunkel da. Ja, deswegen mache ich da ja auch so ein bisschen Licht hin. Aha. So, wenn du hier jetzt reinguckst, da Ja. siehst du die Nockenwelle. Ja. Das ist das, was hier die Kraftstoffpumpe antreibt. Ach so. Ne? Diesen Und Becherstößel. genau, den Becherstößel. Ich weiß nicht, kannst du hier um die Ecke filmen? Dann müsstest du da eigentlich auch den Becherstößel da sehen. Ja, da so, da könnte er, ich glaube, da ist er. Ich glaube, da ist er, ne? Siehst du Das da helle was? da? Ja, 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 Aha. ja. Guckst du da? Aha. So sieht es von innen aus. Das Zu ist ja deiner gut. Frage, ob da Öl kommt. Das sieht aber gut aus, das Öl. Beantwortet das deine Frage? Ja, Sehr schön. das ist schön. So. Ja, so funktioniert die Pumpe. Wie so ein Scheibenwischer. Du hast ja was. Ha 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 ha.
Machst du da jetzt? Hier die restlichen Dichtungsreste bzw. Ölkruste, die da ist, machen wir weg. Aha, weil? Naja, da ist ja eigentlich ein O-Ring drin. Ja. Und der ist genauso platt wie der andere da unten. Aha. Ne Wort? Aha. So. Die Dichtung kannst du nicht neu kaufen. Die große? Ja. Ach so. Weil der Hersteller hier, da der Herr Luke. Aha. Der also. Der möchte gerne, dass wir eine neue Pumpe kaufen für ein paar hundert Euro. Aber das möchtest du nicht. Ich bin ja arm. Ne? Ja, das ist richtig. So. Und dies wird ja low budget, weil ja keiner genau weiß, wo wir nachher dabei rauskommen mit dem ganzen Motor. Ja. So, guckst du da? Nur schön blitziblank. Oh, herrlich. Ja, ich freue mich. Wir nehmen hier auch nochmal eben die Dichtung raus. So, die machen wir auch noch ein bisschen sauber. Wie du siehst, steht hier ja auch noch überall schön Öl drin. Ja, ja, ja. Das muss auch alles raus. Ach so. Weil wir wollen das hier sauber haben. Wollen wir das? Sauber. Ja, wenn es kein Öl tropfen soll. Ach so. Ne? Dann muss das alles mal ein bisschen schön trocken sein. Ja, macht Sinn. Ja. Ich will damit eigentlich auch nur demonstrieren und sagen, man kann auch sehr vieles reparieren, was laut Hersteller nicht dafür vorgesehen ist zu reparieren. Ja. Man muss nicht immer bedingungslos Teile tauschen. Und ich meine, bei dem Wert des Fahrzeugs. So. Ne? Irgendwann hast du einen wirtschaftlichen Totalschaden. Ja, das ist dann wieder das Ding mit der zeitwertgerechten Reparatur. Genau, genau. Wo ja heutzutage alle so viel Wert drauf legen. Und ich meine, dass der Wagen noch mal 200.000 läuft, also das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Ja, das denke ich auch. Ich meine, könnte er so ohne weiteres tun? Ja. Wenn man bereit ist, so viel Geld reinzustecken. Musst du halt ein bisschen was investieren, genau. Genau, genau. So, Dichtung haben wir wieder eingesetzt. Aha. Guck, Öl ist da unten ein bisschen drin, dass er schmiert. Ja. Sieht also gut aus. So. Tüdelütüt. Ah, so. Ist das schmierig. Der Trick an der Geschichte ist jetzt hier nicht die Mumpe raufzuschmieren, als wenn ihr eine 5-Kilo-Tube gibt. Hättest du jetzt eigentlich auch die Mumpe in diese Nut reinschmieren können und die Dichtung da draufsetzen? Rein theoretisch wäre auch das machbar gewesen. Wollte ich aber nicht. Achso. Was ist das überhaupt? Achso. Aha. Aha. Oho. Mhm. Aha. Ja, Dichtungsmassen gibt es ja ganz viele. Ja. Jeder hat da so seins, was er so ganz toll findet. Du findest die ganz toll? Ich finde diese ganz toll. Okay. Weil die so schön schwarz ist. Ja. Oh, schön. So. Wenn wir dazu bewegen können. Junge, was ist heute los, ey? Sprachfehler? Was auch nicht. Was ist das? Keine Ahnung. So. Jetzt geht's los hier. Früher wollte er immer Konditor werden. Hör auf, dummes Zeug zu reden. Ich muss mich konzentrieren. Du siehst doch, dass ich hier einen hinzitter. Ja, das ist aber wirklich, also der Zitterer. Da, 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 da. Ja, und so ein bisschen wird ausreichen, dass das dann dicht ist. Aha. Na? Das ist quasi das Stück, was jetzt von der Dichtung platt gedrückt wurde. Genau das. Aha. So, Deckel da drauf. Hast schon gesehen hier. Hast du Marmelade gemacht? Ja. Was ist das? Getriebeöl aus dem Automatikgetriebe. 150.000 Kilometer. Von? Oh, das war, glaube ich, ein BMW. So viel zum Thema wartungsfrei. Und wie sieht das sonst aus? Lebenslange Füllung. Na, so honigfarben. Ach so, ja, ist ja fast dasselbe. Ich sag mal so wie Motoröl. Ah. Getriebeöl aus dem Automatikgetriebe ist nicht immer rot. Okay. Was ist das? Ach so. Immer noch Dichtungsmasse. Das geht auch sowas? Sagen wir mal so, mehr als nicht gehen kann es nicht. Achso, einfach mal probieren. Ja. Eine neue Pumpe können wir immer noch kaufen. Das ist richtig. Aber erst mal ausprobieren. Richtig. Weil wir müssen den Schnuffi da ja unten in den Schlitz da. Achso. Diesen Schnuffi da unten in den Schlitz. Ah, so auch noch. Ist ein bisschen dunkel jetzt. Ja.
Was hast du da eigentlich hängen? Sag mal, hast du dir jetzt deinen Öffner dahin gehangen oder was? Ja, weil. Damit du ihn nicht wieder verlierst. Weil oder, der weg war. Oder war das Mutti? Nee, das war nicht Mutti. Ich habe auch nicht für meine Handschuhe ein Band durch den Pullover, so wie früher. Ich werde das nochmal anbringen sonst. Wenn du mich hier immer disst. Ich diss dich doch gar nicht. Na klar. Dann habe ich da eben eine kahle Stelle gesehen. Ja, ist ja schon gut, ich höre ja schon auf. Fliege ich ja gleich wieder raus aus dem hohen Bogen. Außen, im hohen Bogen. Siehst du die Chemikalien? Aus dem hohen Bogen. Ich sag's doch. Was ist denn hier heute los? Ich weiß es nicht. Wir werden uns gleich erstmal eine Stunde Ohrfeigen geben. Dann kommen wir wieder klar. Wir fangen aber mit dir als erstes mal an. Das ist bei mir irgendwie schon wieder klar. Immer muss ich leiden. Ich werde immer nur geschlagen hier. Das habe ich bisher noch nie getan. Das wissen die Zuschauer doch nicht. Vielleicht sollte ich da mal mit anfangen. Wie ich immer abends aussehe. Grün und blau. Himmel, Herrgott. Was ist denn da los? Sie gehen da vorne auch raus. Dann gehen sie doch auch wieder rein. Ja, da ist aber ein Halter im Weg. Wieso denn? Was hält der denn? Dich vom Arbeiten ab. Nee. Upsi. Lampe ist weg. Die bleibt drin. Ja. Motorbeleuchtung. Ist über. Wir lassen das jetzt mal die Nacht überstehen. Ja, musst du das da unten noch sauber machen? Oder willst du da irgendwas drauflegen, damit man sieht, dass es neu ölt? Neu ölt. Neu ölt. Neu ölt. Sehr schöner Ort, da mache ich immer gerne Urlaub in Neuölen. Also, ich dachte, das ist mehr in Nölen. Nee. Und das? Achso, jetzt sauber machen. Wo sehe ich diese Bühne? Oh, ja, ich gehe mal runter. Ja. Sonst schafft die das nicht. Und jetzt? Hoch mit dem Gartenschlauch drüber, oder was? Ja. Ah. Upsi. Daneben. Oh, der richtig trocken geworden, du. Ja. Das ist ja super. Ja. Im Gegensatz zu vorher. So soll es. Schön. Wir lassen das Ganze jetzt ein bisschen trocknen, dass die Dichtmasse ein bisschen anziehen kann. Dann werden wir einen Probelauf machen. Ob es dicht ist, erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr irgendwas wissen möchtet über den 2 Liter TFSI Motor. Oder den Hanomag. Oder den Hanomag, der da hinten bohrt. Auch den können wir euch gerne mal vorstellen. Ja, ansonsten lasst auch gerne einen Daumen da. Freuen wir uns immer drüber und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.